Herzlich willkommen zu den Kickerstar Trickshot Tutorials. Ich bin Lynn von Fuchs, ich bin Weltmeisterin im Tischfußball und zeige dir in diesem Video den einfachen Tick-Tack. Der einfache Tick-Tack ist einer der wichtigsten Skills, um den Ball zwischen den Puppen hin und her laufen zu lassen. Das Coole an dem Tick-Tack ist, wenn man es beherrscht, dann kann man es wirklich sehr vielseitig einsetzen. Beim einfachen Tick-Tack startet der Ball wie beim Pull- oder Push-Kick an der Außenpuppe. Von dort aus wird der Ball zur Mittelpuppe gezogen und mit der Mittelpuppe dann zurückgetickt. Wichtig beim Zurückticken ist, dass es wirklich ausreicht, wenn du dem Ball sozusagen mit der Mittelpuppe entgegenkommst. Das heißt, du schiebst ihn nicht aktiv, sondern du wartest, bis der Ball kommt und lässt den Ball einfach auf der Kante zurückprallen. Am besten übst du den einfachen Tick-Tack, indem du erstmal den Anzug übst. Das heißt, du ziehst den Ball an, lässt ihn zurückticken, ziehst ihn an und lässt ihn wieder zurückticken. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, hast du ein gutes Gefühl dafür und kannst dann den Schuss hinzufügen. Worauf du beim Anziehen des Balles achten solltest, ist, dass der Ball möglichst parallel zur Stange läuft. Und dann ist es noch wichtig, dass du einen lockeren Arm hast, damit du den Anzug auch möglichst explosiv machen kannst. Das war der einfache Tick-Tack. Viel Spaß beim Üben und beim Tore schießen. Bis zum nächsten Video.